Grüezi, Servus und Hallo, hier ist der Peter und wie ihr seht an dem Licht zur späten Stunde. Aber ich habe heute Nachmittag schon mal was Schönes für euch reingesprochen, dass man sich vorstellen kann, warum dieses Video und warum ich momentan so glücklich und gut drauf bin. Da, und da sitze ich schon drin im wunderschönen Jaguar. Auch wenn der Jaguar so, wie sagt man denn, vom Sachwert nicht so unendlich teuer ist. Aber ich stehe total drauf, weil er gefällt mir durch und durch, innen, außen, alles. Jetzt haben wir aber ganz am Anfang eine Quizfrage an euch. Geh doch mal für dich in dich und überleg dir mal, was das Kennzeichen SG für St. Gallen Strich oder Minus 1 kostet oder gekostet hat. Am Ende vom Video möchte ich sagen, noch ganz viel Spaß beim Zuschauer, für die Schweizer beim Zurlogger und wir sehen uns jetzt nachher gleich am Ende mit der Auflösung. Genau, der Jaguar XJ Sport im XJR-Kostüm mit hohem Kilometerstand, aber alles tippitoppi. Und ich habe da auch viel Arbeit rein und die Felgen gesucht und. Und ich bin richtig verliebt und ich genieße es, mit ihm zu cruisen. Und du hast damit in Deutschland schon Blicke gefangen. Und selbst in der luxusfahrzeugverwöhnten Schweiz schauen da auch noch Leute hinterher und gibt es hier den hier. Das genieße ich sehr. Aber ich brauche natürlich solche Kennzeichen, nicht so extrem kurze. Mir ist sowas eigentlich total egal. Und mir wäre es auch nie mehr wie 30, vielleicht maximal 100 Euro. Aber schon da würde ich so in mich gehen und sagen, muss das sein, wert. Ich finde nur den Vergleich irgendwie ganz witzig, weil das Auto an sich nicht besonders teuer ist. Aber es ist mir brutal ans Herz gewachsen, es ist mir sehr lieb. Und mit den Kennzeichen ist es genauso. Ein Kennzeichen ist ja an für sich sachlich nichts wert. Aber es gibt Leute, denen ist es ganz wichtig, dass das nochmal ihre Wichtigkeit unterstreicht mit einem kleinen Kennzeichen. Bevor ich da jetzt richtig einsteige, gibt es vielleicht nochmal ein paar Fakten, die ich euch aus dem Internet zusammengeschrieben habe, dass man sich das vorstellen kann. Die Schweiz hat 2019 mit dem Verscherben von Kennzeichen 14 Millionen Franken eingenommen. Und davon ist Spitzenreiter der Kanton Zürich mit 3,57 Millionen. Ihr werdet auch so sehen, immer wenn es um Spitzenreiter geht, ist es immer Zürich und Zug. Das ist nah beieinander. Ja, und die halt keine Steuern zahlen wollen oder ganz wenige, die ziehen halt immer noch Zug. Dann gibt es noch Appenzell-Innerrhod. Gibt ja Appenzell-Innerrhod-Außerrhod. Und das ist auch da, wo dieser Sentis ist, wo ich die schönen Fotos gemacht habe mit dem Simner BMW. Da werde ich jetzt in Zukunft mit öfters mit Autos hinfahren. A, es ist nicht weit weg und B, es ist herrlich schöne Location mit einem brutal hohen, schönen Berg. Und da haben sie Kennzeichen bis AI 999 für bis zu 2000 Franken verkauft und in Luzern für 999 bis 10.000 Franken. Man muss ja dazu sagen, das Ganze ging los 1933 mit den Kennzeichen und es ist auch so ein bisschen eine Geschichte der Familie, weil die Kennzeichen werden nicht aufs Fahrzeug, sondern auf die Person vergeben. Und wenn dein Großvater damals, weiß ich, der 10. war, der in diesem Kanton ein Auto besaß, dann hat er eben diese geringe Nummer gehabt und konnte das immer so weitervererben, außer es ist wieder an den Kanton zurückgefallen, weil er halt da keine Verwendung mehr da war oder vielleicht keine Erben. In Zug ZG gibt es noch das Kennzeichen ZG10, das war jemand über 200.000 Franken wert. ZG32 wurde bei Ricardo, das ist wie so eBay Kleinanzeigen. Kleinanzeigen ist es so eine Plattform, wo man Dinge versteigern kann und das ist halt in der Schweiz der Platzhirsch. Da wurden 60.000 Franken dafür aufgerufen. In Thurgau dürfen solche Kennzeichen verscherbelt werden. In Schaffhausen ist das verboten. Das geht wieder über die Behörde zurück. Es ist ähnlich wie so in Amerika, Vereinigte Staaten. So ist es. Die Konföderation Helvetia haben doch auch alle Kantone gerne so ein bisschen eigene Regeln. Jetzt kommen wir mal zur Auflösung, was dieses SG1 denn kosten würde. Da habe ich euch wieder den Einspieler. Ja, es war ein Pressebericht und tatsächlich hat jemand an die Stadtverwaltung 135.000 Franken bezahlt. Wow, hä? Das war aber noch nicht das teuerste Kennzeichen. VS steht für Wallis. Da hat jemand noch mal mehr bezahlt. Da hat jemand bezahlt 160.000, glaube ich, oder 165.000 Franken. Das war ein Bericht in der Süddeutschen, der war von 2017 und da hieß es, dass das 145.000 oder 140.000 Euro waren. Also hast du praktisch für wenig Euros mehr Schweizer Franken bekommen. Am Anfang, wo der Euro eingeführt worden ist, hast du sogar doppelt so viel bekommen. Heute 3 plus
4, eigentlich ist noch gar nicht ganz 4, sagen wir mal circa 6 Jahre später, 6 bis 7 Jahre später, 2024. Wenn du 160.000 Franken bezahlen möchtest, dann musst du schon je nach Kurs zwischen 180, 185, wenn es ganz schlecht ist, sogar 190.000 Euro mitbringen, weil jetzt der Franken, der Schweizer Franke, viel besser steht wie der Euro. Wo es in der Zukunft hingeht, kann sich jeder selber ausmalen. Soll auch kein Bashing gegen Deutschland und die EU sein, es sind einfach nur Fakten. Dann gibt es noch ein paar kleine Fakten zu St. Gallen. St. Gallen hat 2014 damit 1,7 Millionen eingenommen. ZH Zürich, die haben für das Kennzeichen 888, so Schnapszahl, haben sie 47.000 Euro bekommen. Ich könnte es mir für mich gerade gar nicht vorstellen, mir ist es sowas von egal, welche Nummer da dran ist. Aber ihr seht schon, das ist wohl ein reger Handel, reger Markt. Könnte man sich vielleicht mal als Businessmodell durch den Kopf gehen lassen. Wo es noch wilder zugeht, das ist Großbritannien. Da war das Kennzeichen F1 einem 600.000 Euro wert und später ist es wohl für 10 Millionen verkauft worden. Dieses Kennzeichen, es ist wirklich unglaublich. Und wo es, glaube ich, noch so unglaublich ist, das müsste Dubai sein, wo die Kürze der Nummern so die Nähe des Königshauses, der Scheichs oder sowas präsentiert oder halt einfach du das mit viel Geld gekauft hast. Dann habe ich noch eins, was ich wichtigerweise erwähnen möchte. In Europa, also EU-Europa, unter anderem Deutschland, versucht man den 500-Euro-Schein abzuschaffen, ihn nicht mehr herzustellen, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, weil man die Leute ja in Schwarzmarkt, Schwarzhandel, das Ganze ein bisschen unterbinden möchte, das Schwarzgeld. Ich finde es natürlich wieder total kokolores, weil die Bösewichte, die finden schon andere Mittel und Wege und ich finde es auch eher unpraktisch, speziell wenn du jetzt zum Beispiel mit Autos oder mit irgendwas anderem handeln tust. In der Schweiz, speziell im Kanton Zug, wird genau das Gegenteil gefordert. Die wollen jetzt den 5.000-Franken-Schein einführen. Da freue ich mich richtig. Ihr seht schon wieder, mir gefallen diese Dinge richtig gut. Jetzt stell dir mal vor, du hast zu Hause 50.000 Euro oder Franken, die du ein wenig verstecken möchtest. Wer mein Channel GI5 kennt, weiß, vom Tresor halte ich nicht so viel, weil der ja leicht zu finden ist und unter Bedrohung machst du den auf, man nimmt ihn mit oder man kann ihn gerade selber aufmachen, das ist kein Hexenwerk. Aber 50.000 Franken, das wären in dem Fall genau 5 Scheine, die du dann vielleicht in 5 Bücher einkleben tust, solltest du nur notieren, dass du es wieder findest. Und wenn du jemand bist, der viele Bücher hat, dann müssten die Einbrecher, wenn du nicht da bist, schon ganz lange alle Bücher einzeln durchblättern, damit die das Geld finden würden. Also es hat auch einen hohen Sicherheitsaspekt. Und es ist natürlich auch viel angenehmer, wenn du auf einen Termin 50.000 Euro mitbringen musst. Es kann ja mal wirklich sein, geschäftlich, auch legales Geschäft. Und hast einfach in der Brieftasche und Kuvert 5 schöne Scheine, als dass du da einen Koffer, eine Box voller dem ganzen Kleingeld mitbringst. Apropos Buch. Als ich ausgewandert bin, habe ich noch so ein bisschen meine Bücher durchgegangen, was ich mitnehme und was nicht. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt finde ich doch mal die Zeit von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, zu lesen. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht mal lesen, weil ich habe es ja live erlebt, wie das Ganze schon stattgefunden hat die letzten Jahre. Kleiner Spaß beiseite, ich möchte auch nicht groß auf Deutschland rein bashen, aber ich finde schon, man kann sagen, was ist hier, was ist da und vielleicht kann der ein oder andere Entscheidungsträger sich auch mal Gedanken machen, über seinen Tellerrand hinweg zu gucken und denken, Mensch, ist da nicht irgendwo im Nachbarland vielleicht eine klügere Entscheidung getroffen worden, die auch adaptierbar ist fürs eigene Land, wenn die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben ist. Ansonsten freue ich mich jetzt sehr, mich die Tage wieder in den wunderschönen Jaguar reinzusitzen, es zu genießen, auch wenn er nicht teuer war. Es freut mich, es erwärmt mein Herz und ich hoffe, ich mache euch dann noch ein paar schöne Bilder und schöne Videos, vielleicht ein bisschen in den Bergpanorama und dann sehen wir uns bald wieder. Und bis zu was, wie mittlerweile oder weil, sage ich jetzt Ade.